Ich bin seit 33 Jahren in dieser Firma, habe mich zum Trainer ausbilden lassen. Und jetzt kommt vor einem Jahr ein Holländer mit Visionen, mit Konzept. Und kannst dir vorstellen, ich mit 56, ich habe mir dann schon Gedanken gemacht. Ja, kann ich das erfüllen? Wie geht es mit mir weiter? Kann ich dem seinen Erwartungen gerecht werden? Doch, Felix, das geht. Die Welt die ändert sich halt immer schneller. Und deswegen müssen wir zu einer selbstlernende Organisation werden. So behalten wir die Nase vorne. Und deine Skills, das brauchen wir weiterhin. Nur auf eine andere Art. Eine selbstlernende Organisation, mit dem haben wir gar nicht anfangen. Wir haben es diskutiert in der Runde hin und her. Und nach fast einem Jahr sind wir wirklich so weit gewesen, dass es Klick gemacht hat. Das Klick ist Learning by Doing. Probieren statt studieren. Ganz einfach. Funde, so einfach ist das nicht. Ausprobieren bedeutet Fehler machen. Und man muss sich erstmal trauen, um Fehler machen zu können. Und Gott sei Dank leben wir die Fehlerkultur im Team, an der wir übrigens ein ganzes Jahr lang gearbeitet haben. Für meinen Arbeitsalltag heisst das, den Mut auspacken und einfach loslassen. Es war recht challenging. Wir mussten viel Selbstverantwortung übernehmen, aus der Komfortzone raus müssen, haben wir auch viel gelernt dabei. Im Team mussten wir zuerst die Zusammenarbeit suchen. Wir mussten lernen, miteinander reden, Diskussionen führen. Es hat auch zwischendurch ein bisschen Kiffel gegeben, das hat dazugehört. Und heute kann man sagen, wir haben Spass an der Arbeit, wir haben Spass im Team. Und plötzlich sind wir vom Auftragsempfänger zum Generator geworden. Aber was heisst das überhaupt? Früher haben wir das Wissen bekommen, haben ein Training daraus gemacht und haben es zurückgegeben. Heute helfen wir dir, ein Training zu machen. Du kannst zum Beispiel ein kleines Training zu einem Thema machen, zu dem du immer gefragt wirst. Zum Beispiel, was du bei der Arbeit machst. Also erstell einfach ein Training, poste es auf End Academy und dann bist du diese Fragen für immer los. Klingt das nicht toll? Doch, Kathi, das ist super toll, weil Personen, die ihr eigenes Know-how teilen in einer Organisation, sind wichtige Leute. Deswegen, du bist wichtig, teil dein Wissen. Und seit ich den Mindchange selber geschafft habe und mein Wissen mit meinen Kollegen teile, habe ich plötzlich gemerkt, ich bin ja noch viel wertvoller, als ich es vorher war. Darum, mach es auch so.